200 Kilometer. Ich habe das Klingeln hier gehört. Hier kommt der Mann. Nein, der Mann. Hat Mama das? Macht's dann. Ja, genau. Isabella hat's gefunden. Ausfahrbare Einhorn hier. Auch süß, Mini-Bagger. Ah, guck mal, jetzt komme ich erst da so langsam, aber sicher in die Sichtung von Bent. Ja. Schöne Geschichte. Wir konnten da den Text nicht. War ja nur das Anfang, war ja kein Ende bei. Naja. Aber wenn es stücklich wird, erzählt. Da war die unendliche Geschichte, ja, ne? Eben, eben. Genau, die unendliche Geschichte. Wer kennt sie nicht? Kommt dann die nächste Stadt durch? Keine Ahnung, musst du langsam tanken. Papa will eine Bütchen Pommes was holen. Pommes. Oh, warte. Das wird aber in Amerika schwierig, Pommes Currywurst finden. Richtig. Pommes auch schon mittlerweile. Das ist ey, weißt du, die haben hier eine dreispurige Straße und haben 45. Hier ist unglaublich. Du weißt doch, der. Die Amis sehen uns da auch noch mit Sauerkrautfresser. Übrigens, gestern bei dem Ghostbuster-Film waren sie auch, kamen sie auch aus einem Walmart raus. Mhm. Und sie haben echt geile Running Gags gehabt und sich selber so mit den alten Filmen auf die Schippe genommen. Also das war schon teilweise echt richtig geil. Nicht schlecht. Aber wie die Kinder, was sind Geister? Ja. Na, das ist klar. Sag nur Marshmallow, Mann.
Das war aber jetzt ein tiefgründiger Geist. So, an der Tanke halte ich eben kurz an und gehe tanken. Offene Werkstatt. Ich sehe nicht, ob da eine Werkstatt ist, aber es könnte eventuell sein. Aber ich glaube nicht. Warum eine Werkstatt? Hast du schon wieder deinen LKW kaputt gemacht? Wenn die KI immer vorne Möhre draufnagelt, dann kann er ja nichts machen. Bieten. Ja. Alles klar. Bieten. Ja. Wenn das die Lösung wäre, dann wäre der Krieg schon längst verloren. Weniger Fernsehen gucken, weil ich fahre irgendwann in den Teich drin oder so. Aber bitte film das bitte. Nein. Mann, der gönnt uns nichts, ne? Ich habe schon wieder so Zugruten gehört hier. Ja, ich gucke hier Sat1 Gold und da kommt jetzt Criminal Minds. War interessant gewesen mal. Ja, fährst du fast nur irgendwo durch die Brücke und durch die Platten. Also ich kann dir schon mal einen Tipp geben, Entchen. Aber nur, weil ich wirklich freundlich bin. Es gibt eine sehr interessante Brücke auf dem Weg nach Washington. Und ich sag mal so, auf der Brücke gibt es Ampeln. Und jetzt gebe ich dir noch einen freundlich gemeinten Tipp. Ignoriere die Ampeln einfach. Wieso stehen sie dauerrot? Nein, ich bin, ich habe gesagt, ich fahre doch so. Warum sind denn hier Ampeln auf der Brücke? Warum sind die denn rot? Das ist doch total Schwachsinn. Ich weiß jetzt, warum es da Ampeln gibt. Die Leute gucken können. Wir haben nicht nur Ampeln, die haben nämlich auch Schranken auf dieser Brücke. Die zugehen dann. Na, schau. Und anschließend kippt diese ganze Brücke 90 Grad aus der Richtung, dann ist die Fahrbahn weg. Na super. Hip, ja. Die geht nach oben weg. Oder die geht nach oben weg, das geht auch noch. Die geht nach oben. Es gibt auch eine, die kippt, die dreht sich dann unten. Die geht einfach weiter. Ich habe gerade einen Tausender bezahlt für die Geschwindigkeit. Oh. Ich war wieder mal zu schnell unterwegs. Oh, da hinten, jetzt habe ich sogar das Money gesehen, jetzt haben sie angerufen gerade und hier ist eine Baustelle. Die haben dich angerufen, Vorsicht, dein Mitarbeiter steht auf der Straße. Nein, ich soll jetzt nach oben kommen. Isabella ist gerade eben auch nach oben gegangen. Jetzt ist man so weit, endlich. Ich war am Rand dran und dann geht das. Ja, ich kann hier auch einfach an dieser Baustelle stehen bleiben. Das Problem ist, wenn ich hier stehen bleibe, versucht die KI nämlich hier gleich weiterzufahren. Dann soll sie versuchen. Ja, und dann komme ich wieder und habe 100% Schaden. Nö, nö. Nein, normalerweise nicht. Wenn du am Rand dran fährst, nicht. Richtig, Warmblinkanlage an, dann wissen sie es ja. Na gut, man weiß nicht, wie doof die KI ist. Ja, durch den Mod geht das. Also, na, normalerweise haben sie die nicht. Der Caterpillar ist ja gerade auch stehen geblieben, aber es ist grün. Ich ziehe jetzt durch die Baustelle hier durch und dann halte ich am Straßenrand an, dann ist das jetzt hier hinter ist ja alles safe. Genau, bis ich dann aufschlage und dann war es safe. Oh, so schlimm, wie hoch ist es die Prozentzahl? So, volle Pulle. 100%? Ach, ja, okay. Boah. Oh, wie hast du das denn gemacht mit 100%? Hat er doch gesagt, die KI. Boah, okay, wie bei mir. Einmal die KI ist aber richtig aggressiv. Na, sei froh, Kelly, dass das mit Mod ist. SS ist noch viel aggressiver. So, jetzt rauche ich einen mit euch und dann gehe ich in die Haie. Oh. Ist ärgerlich, das ist wohl bei Manni jetzt die Fracht weg, aber was willst du machen, ne? Deswegen, wir riechen es nicht. Oh, guck mal, wie weit ich ja hätte fahren müssen. Dann doch so ungefähr 150 Meilen oder so, ne?
Okay, wir fahren los. Ich darf wiegen, ich bin zu fett. Scheiße. Hä? Scheiße. Naja. Ist ärgerlich, ne? In dem Moment. Muss so aus der Hose springen, ey. Punkte. Was ist der Anhöhe? Ja, naja, die Hose, die passt überhaupt nicht. Da. Ganz mal hier aus der San Diego-Style. Und der Hund hört wieder mal aufs erste, wie es nicht aufs zweite Rob. Das Böhnchen gibt ein Tönchen. Boah. Bei Litten kann der Popo gönsen. Wo müssen wir dann, wo war eigentlich Abladeort? Ein Wollmarkt. Ja, Ort, wie der Ort da ist. Kennewick. Eine Garage haben wir hier auf jeden Fall, wenn ich sehe. Fahrt vorsichtig. Das habe ich zu spät gesehen. Ich bin gegen die Bahnschiene gefahren. Was? Ich bin gegen die Bahnschiene gefahren, also die Schranke. Ich habe 11% LKW-Schaden. Neu berechnen. Oha. Ja. Ich habe echt nicht aufgepasst gerade. Ja, was will ich machen? Hier. Muss jetzt mal gleich gucken, ob hier eine Werkstatt ist. Demnächst links abbiegen. Ja, die Frage natürlich, wie weit weg, ne? Also die Garage, die siehst du auf jeden Fall. Die habe ich sogar. Biege nach links ab. Nein, ich nehme die Stelle. Ich habe gesehen, wo ich hätte rückwärts einparken müssen. In der ganz äußersten Ecke, wo man kaum wenden kann. Ups. Bitte rechts halten. Ah, du bist in Yakima gewesen. Kennewick hat nämlich anscheinend keine Garage. Keine Werkstatt, meine ich. Schade.